Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu heute teste ich endlich Kong Strong Cola. Also bleibt dran. Yo, Kong Strong Cola hatte ich schon lange vor. Es kam nie dazu, weil ich es immer wieder vergessen habe oder weil ich sie selbst getrunken habe, ohne ein Video zu machen. Ich weiß, das ist böse von mir. Ich versuche, dass es nicht mehr vorkommt. Naja, diese Cola hat gekostet 30 Cent und sind 330 Milliliter drin. Was schon mal für sich spricht, na. Ich glaube, Kong Strong mausert sich langsam zu einem meiner Lieblingsgetränke, muss ich ehrlich zugeben. Das Design ist wieder extravagant und einfach nur geil. Wird exklusiv für Lidl hergestellt. Und es hat 39 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Ich wünsche mir persönlich von Kong Strong eine Kong Strong Cola koffeinfrei. Eine Cola Light, eine Cola Sherry, eine Cola Vanille, so wie es auch Coca-Cola handhabt. Das wünsche ich mir alles von Kong Strong und natürlich zum selben Preis, weil also damit könnte man wirklich Reibach machen und es würde den Leuten vermutlich sogar etwas besser schmecken als hier die normale Coca-Cola. Ja, obwohl Coca-Cola finde ich auch geil. Gibt es ja einige Sorten, habe ich schon mehrere getestet, aber von Kong Strong fände ich das Oberklasse. So, der Becher ist auch wieder am Start. Jetzt öffnen wir erstmal. Ja, es klingt halbwegs nach Dose, erwarte ich von so einer kleinen Dose halt. Und es riecht, ja, so stelle ich mir eine Cola vor. Also Leute, schenken wir ein. Ein bisschen was drin lassen. Ja, also das ist eine Cola, die hat eigentlich kaum Bubbles. Ja, schade eigentlich, stehe auf sowas. Dafür sind die Bubbles umso größer, finde ich. Und es riecht wie, auf dem ersten Riecher riecht es wie, kennt ihr noch diese Wassereis, die man überall kaufen kann, die man, also die zuerst flüssig sind, dann legt man sie ins Eisfach und dann kann man die da rausdrücken. Ja. Wie das in geschmolzen, riecht das als Cola-Variante. Ich würde sagen, designmäßig, so muss eine Cola aussehen. Einfach schwarz und hier dieses rote, dieses ewig stylische Design, Kong Strong. Habt ihr gut gemacht. Fürs Design 5 Sterne. Prost! Also ich finde, hoppla, Kohlensäure ist auch drin, steht das da drauf? Erhöhter Koffeingehalt, ja, okay. Also, Kohlensäure ist auch drin. Es schmeckt genau so, stelle ich mir eine Cola vor. Ich habe schon einiges an Billig-Colas getrunken. Und dies ja auch, mit 30 Cent ist sie billig. Aber die schmeckt wirklich super, super gut und für 30 Cent kann man da nicht viel verkehrt machen. Fand es auch drauf. Kriegt man ja wieder. Da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Preis-Leistungs-Verhältnis, also bei dem Geschmack, auch satte 5 Sterne. Und Geschmack. Geschmackstechnisch ist es auch halt auf dem Level, wo ich sagen muss, okay, es war jetzt nicht die allerbeste Cola, aber mit einer der besten Colas, die ich je getrunken habe. Trotzdem kriegt das Teil von mir, da ich diese Sachen immer selbst kaufe,
habe ich das, finde ich, habe ich das Recht zu sagen, schmeckt scheiße oder schmeckt gut. In dem Fall, kommt's wrong, wenn ihr zuguckt, wer ist die Firma überhaupt, die das macht? Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke heißt die wohl. Das Wesenfels in der Zöne. Ja. Ja. Da habe ich das Recht zu sagen, das schmeckt scheiße oder schmeckt geil. Dieses schmeckt geil, kommt's wrong. Wenn ihr das seht, gut gemacht, bitte unbedingt weiter so. Bringt weitere Getränke raus. Finde ich geil, werde ich allesamt durchtesten. Ja, und mein manchmal hartes, manchmal zu hartes, manchmal zu gerechtes Urteil darüber fällen. Na? Achso, ja, geschmacklich auch satte 5 Sterne. Das hat im Ganzen dann 15 Sterne, was es selten bei mir gibt. In letzter Zeit hat es 2 Mal gegeben, glaube ich. So, das war's mal wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel. Und schaut auf meinen anderen Kanälen vorbei, also Social Media und so weiter. Ihr könnt mich selbstverständlich jederzeit anschreiben und meine PayPal ist auch neuerdings drin, damit ihr mich finanziell ein bisschen unterstützen könnt, weil ich bin ein armer Vater. Ja. Des Weiteren bleibt noch zu sagen, auch aufgrund der Corona-Krise, bleibt gesund, wenn es möglich ist. Wenn es euch wirklich möglich ist, bleibt zu Hause. Ich bin Fahrer, ich muss fahren, ist halt so. Wie lange noch, das weiß ich nicht. Aber für euch andere da draußen gilt, allzeit gute Fahrt und bleibt gesund.